Ja, da bin ich wieder. Eigentlich wollte ich heute mit meinem neuen Headset aufnehmen. Geht aber irgendwie alles nicht. Also falls jemand Tipps hat, wie ich das am besten mit Windows XP mache und Camtasia, dann dürft ihr euch gerne melden, weil ich habe absolut keine Ahnung. Weil wenn ich den Ton vom Output runterdrehe, dann ist automatisch der Ton auch vom Mikrofon leiser. Also wenn ihr Tipps habt, immer her damit. Ich gehe dann mal gleich weiter. War ich eigentlich stehen geblieben? Ich weiß es nicht mehr. Es kommt davon, wenn man 2 Tage nicht spielt. Ich glaube, das hatten wir gelesen. Ich glaube, hier waren wir auch schon. Dann gehen wir mal nach unten. Na, wir haben einen Schalter irgendwie aktiviert gehabt. Und wir können natürlich auch noch oben gehen. Ne, hier waren wir auch schon. Hier gab es ja Informationen über Mio. Ich könnte natürlich auch weiter nach oben. Nein, ich gucke erstmal, ob sich unten was geändert hat. Aha, okay, hier war die zweite Statue, klar. Huch, keine AP mehr übrig. Ja gut, dann eben Aquaknabe. Level 59. Kann ich mir mal machen, Level 60. Das ist der falsche Weg. Natürlich ist das der falsche Weg. Ich nehme immer den falschen Weg. Nein, ist leider zu. Hätte ja klappen können. Oh, ein Smogmog. Mal schauen, vielleicht fangen wir's. Geht daneben, nie geht daneben. Nichts daneben. Einfach treffen. Mann, setz doch nicht Finale ein! Idiot! Ja gut, dann tauschen wir mal die Pokémon. Ich habe jetzt keine Lust, einen Trank einzusetzen. Oh. Oh, noch ein Smogmog. Gut, dann versuchen wir es hier nochmal. Und weh, du setzt auch Finale ein. Ja, so ist gut. Und jetzt der Hyperball, nicht der Meisterball. Der Hyperball, genau. Yay! Kein Finale eingesetzt, das war gut. Salens Mokmok. Giftwolke. Sehr selten führt es eine plötzliche Mutation eines Zwillingsmoggons zu einer Verbindung zu Smogmog. Aha. Also erst kommt eine Zwillingsverbindung von Smogon, dann kommt plötzlich Smogmog. Ja, ganz simpel. Also gut, dass wir noch mal unten waren, sonst hätten wir jetzt kein Smogmog. Dann gehen wir halt hoch. Oh, mehr Informationen. Tagebuch, 6. Februar. Mew hat ein Junges geboren. Wir haben es Mewtwo genannt. Sehr kreative Namen. Ich glaube, es waren Männer. Dieses Gebiet hier ist riesig. Ja, das glaube ich auch. Und der nächste Dieb. Simon. Nein, Simon heißt er wahrscheinlich. Wow, ein Winona. Da fliegen wir mal. Bodyguard? Achso. Schwächt ja nur ein bisschen. Sehr gut. Winona wurde besiegt. Tschüss. Ne, warte mal, du Dieb. Du lässt alle deine Sachen schön hier. Ich frage mich, wo mein Partner wohl sein mag. Im ersten Stock. Den habe ich da gefunden. Nichts. Oh, ein Slimer. Slimer habe ich noch nicht? Ja gut, dann hole ich mir jetzt einen Slimer. Hier gibt es Slimer. Das ist perfekt zum Fangen geeignet. Yay! Schlamm. Schlamm, das Röntgenstrahlung vom Mond ausgesetzt war. Röntgenstrahlung vom Mond wurde zu Slimer. Es ist am nächsten dreckige Dinge. Aha. Also ursprünglich war es mal Schlamm
Und dann kam Strahlung vom Mond und jetzt ist es ein Pokémon. Ja, das nenne ich Evolution und spontane Mutation. Geht's hier denn gar nicht weiter? Was ist denn das für ein Scheiß? Was muss ich denn machen, hä? Muss ich den Einschalter wieder ausmachen? Ging's hier oben weiter? Hä? Nö, irgendwie nicht. Warum nicht? Ich will, dass es da weitergeht. Machen wir mal den zweiten Schalter. Ups, den zweiten Schalter aus. Das heißt, du musst die Treppe runter. Mädchen. Oh, Smogmog. Haben wir schon. Jetzt tauchen wir natürlich wieder ganz viel auf. Aber überrascht es uns? Nein, tut's nicht. Nur gerade kurz überrascht mich hier, dass es so schnell anderen Pokémon überleben kann. Aber Ratten überleben ja bekanntlich überall, ne? Hey, ich will den Schalter. Ja, ja. Der würde es nicht tun. So, jetzt ist der wieder deaktiviert. Mal gucken, was der ausgewirkt hat. In jedem einzelnen Stockwerk muss er ja wahrscheinlich was ausgelöst haben. Yay, jetzt können wir hier durch. Aber unten nicht. Na super. Nicht so schön. Hey, da geht's noch weiter runter. Gut, vielleicht ist aber oben was anders. Und tschüss. Ach ja. Lauf schneller. Ich weiß echt nicht mehr, wie ich schon angesprochen habe, aber wen nicht. Den habe ich. Ja, den habe ich. Wilde Pokémon werden einfach überbewertet. So, hier ist zu. Hier ist offen. Hier ist nicht, geht's nicht weiter. Ach, was muss ich denn machen? Leutchen. Hilfe. Also, das bringt mir doch nichts, wenn es dazu ist. Hm. Ach, sei leise. Und irgendwas voll. Ne, hier ist auch zu jetzt. Level 59. Yay! Ach! Hier ist offen. Das ist gut. Hallo Slimer. Dich kennen wir schon. So, gibt's hier irgendwas? Nö, keine Items. Aha, hier ist die nächste Statue. Die sieht aus wie Mewtwo, oder? Fällt mir aber auch jetzt erst auf. Ja. So, und jetzt können wir hier lang gehen. Nach unten. Wow. Vielleicht hätte ich erst rechts lang gehen sollen. Egal. Mein Mentor lebt einst hier. Interessant für deinen Mentor. Dein Mentor müsste dann Mr. Fuji gewesen sein oder so? Karel. Weil Mr. Fuji war ja auch irgendwie beim Pokémon-Labor tätig. Ach Gott. Und ein Voltoball. Natürlich. Komm. Ups. Das wollte ich jetzt nicht fangen. Nee. Ach, geh runter, du dämlicher Cursor. Danke. Magneto. Jetzt kann ich plötzlich nicht mehr angreifen. Ja, jetzt, wo es wichtig ist. Danke. Na super.
komm, jetzt aber. Ups. Surfer. Und tschüss. Und tschüss. Wow, unglaublich. Ich finde mich auch unglaublich. Aber jetzt muss ich ein bisschen Trank nachkippen. Trank nachkippen, ja. Supertrank. Sollte erstmal reichen. Erstmal. Kommst nicht weiter? Spring einfach da drüben runter. Jetzt noch nicht. Ich würde gerne erstmal hier ein bisschen erforschen. Aha. Da ist also eine Treppe. Gut zu wissen. Ups. Aha, Treppe. Da müssen wir noch den Schalter aktivieren, weil ich wollte gerne noch wissen, ob das Ding schon vorher versperrt war oder ob es offen war. Und ich das einfach mal mit meinem Schalter umkippen kaputt gemacht habe. Ja, schön mit deinem Finale. Du mich auch. Ich glaube, ich habe doch Hypertränke gekauft, falls es die schon zu kaufen gab. Bestimmt. Warum habe ich deine Puppe? Habe ich die gefunden? Egal. Nö, hier habe ich nur... Super. Ah, Hypertrank. Hier haben wir ihn ja. So, voller Kaffee. Also weiter. So, komische, hässliche Statue. Ich will mal Biss einsetzen. Das geht nicht. Ach, super. Jetzt habe ich ja vergiftet. Nein. Sag mal, hältst du mal... Dann lese ich mir über die Hälfte in der Kabine wegen so einem scheiß Gift, ja? Mann. Nee, Hyperheiler war unten irgendwie. Da haben wir ihn. Nervig. Wow, ja, jetzt habe ich nochmal... Ja, jetzt ist das hier offen. Gut. Mal gucken, was uns das gebracht hat. Vermutlich nicht viel. Doch, ich habe Eisen gefunden. Na super. Eisen wollte ich gar nicht. Egal. Jetzt wissen wir, wir finden dort sinnloses Eisen. Muss ich wirklich von vorne ansprechen? Ich meine, Schilder kann ich auch von hinten ansprechen. Ach, halt die Guschen. So, jetzt müssen wir hier also runterspringen. Ja, dann nehmen wir mal rechts. Rechts sieht kürzer aus. Hui! Wow. Hätte das überhaupt einen Unterschied gehabt? Mhm, wo bin ich denn gerade? Ach so, in dem Stockwerk. Ach, ja. Ich würde vorschlagen, gehen wir hier wieder hoch. Ah ne, hier bin ich falsch. Wo muss ich denn hin? Ich will da wieder hoch. Wieder so ein dämlichen Trank, der mal wieder nicht so viel bringt. Ja, Vulkano. Ich muss ja irgendwas ausschalten wieder. Vielleicht sind die ja verbunden, dann muss ich die untere wieder ausschalten, glaube ich. Aber oben komme ich gerade wieder nicht hin. Ja. Ja, aber das machen wir erst im nächsten Teil. Bis gleich also.